So. Kommen Sie noch einen Schritt vor? Das ist so ein bisschen. Das macht es ein bisschen einfacher und es läuft für die Kamerakollegen besser. Die Sitzung gestern, die ging ja nun bis 0 Uhr und heute nochmal eben hat einige interessante Aspekte gebracht, hat unsere Auffassung allerdings bestätigt, dass nicht nachweisbar massenhaft Daten weitergeleitet worden sind. Die Datenschutzrichtlinien, die müssen eindeutig verbessert werden. Das ist in den Vorgesprächen ja auch schon gesagt worden. Und damit wollen wir auch nicht warten, bis es sozusagen zum Ende dieses Untersuchungsausschusses kommt. Auf alle Fälle gibt es da Lücken. Die Zusammenarbeit mit den Diensten und Datenschutzbeauftragten war konstruktiv, aber eindeutig verbesserungswürdig und fähig. Und ich denke, da werden sich die Dienste auch nicht gegen sträuben, diese, sagen wir mal, Sicherheitslücken auch noch zu schließen. Es ist natürlich auch im Ausschuss, naja, sagen wir mal, einigermaßen auch theoretisch erörtert worden, was alles möglich ist. Es gab aber keinen Nachweis dafür, dass es tatsächlich passiert ist. Und allein um diese Möglichkeiten, diese theoretischen Möglichkeiten auch auszuschließen, ist es natürlich notwendig, auch nachzumessen. Ich denke, da sind wir auf gutem Wege, da sind wir auch innerhalb des Ausschusses uns einig, auch nicht damit zu warten, bis sozusagen der Untersuchungsausschuss erst abgeschlossen ist, sondern das muss eindeutig eher passieren. Wann wäre eher? Eher umgehend. Also die Diskussion, wenn man zu Ergebnissen kommt, die kann sehr wohl begleitet werden von den Diensten, beziehungsweise in erster Linie vom Bundeskanzleramt, da die ersten Maßnahmen zu ergreifen. Das, denke ich, werden wir auch alle einfordern, weil man muss nicht erst auf ein Ergebnis warten, wenn man vorab schon eins hat. Wenn wir uns anhören, was die Oppositionsabgeordneten eben hier gesagt haben, was Sie jetzt sagen, ganz geht es nicht zusammen, zumindest nicht, was den Bereich Iconal angeht. Dort sprachen die Oppositionsabgeordneten davon, dass es dort auch deutliche Hinweise eben darauf geben würde, dass eben diese Operation stattgefunden habe und dass dort etwas stattgefunden habe, genaueres leider nicht öffentlich zu sagen. Sie sagen aber eigentlich Entwarnung. Es gäbe eigentlich nichts, was anders gelaufen ist, als es laufen müsste. Wie bringt man das zusammen? Das war jetzt aber eine sehr interessante Definition. Also es ist nun mal, deswegen sind ja auch mehrere Parteien dabei beteiligt, auch unterschiedliche Auffassungen zu haben und unterschiedlich auch zu interpretieren. Und dass es, sagen wir mal, Nachbesserungsbedarf da gibt, das habe ich ja schon gesagt, da gibt es die Kontrolldichte muss oder die Kontrollmöglichkeiten müssen eindeutig verbessert werden. Aber das, was, sagen wir mal, in dem Ausmaß befürchtet worden ist, das sehe ich so nicht. Das ist einfach eine unterschiedliche Auffassung von unterschiedlichen Personen im Ausschuss. Aber das werden wir nicht abschließend jetzt diskutiert haben. Wir haben noch einige Zeit und noch jede Menge Zeugen. Und wir werden in diesem Bereich sicherlich noch einige Befragungen durchführen. Vielen Dank, Frau Mitter.